Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Was für beunruhigende und schreckliche Skandale. Heutigen Tagesschau. Heute in Haiphong, Vietnam, wurde eine Rambutan-Plantage überfallen. Der Brand ist nun größtenteils gelöscht, doch die Ernte wird dieses Jahr sehr schlecht ausfallen. In Kuba gab es einen erschreckenden Vorfall. Der Junge wurde zwar sofort ins Krankenhaus eingeliefert, da war man leider noch vor Ort. Da war man leider noch vor Ort. Der Grund für die starke allergische Reaktion ist derzeit noch unbekannt. Zurück zu Felix Leisner. Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich.